schüleraktivierende Methoden in BigBlueButton. Ja, was soll das eigentlich sein? Ich zeige euch das hier einmal am Beispiel von iSurf mit einer Folie, die unter freier Lizenz, also CC BY SA, steht, von DigiSimro, Jule Lehrt und Freaky Claudi aus dem Twitter-Lehrerzimmer habe ich die gefunden. Hier ist zunächst einmal erklärt, was es mit den Werkzeugen an der Seite auf sich hat. Ich kann also die Hand oder den Stift beispielsweise auswählen und wenn ich einfach auf der Folie etwas zeigen möchte, dann wähle ich die Hand. Das kann ich dann beispielsweise benutzen, um abzufragen, wie müde oder wach die Teilnehmer gerade sind oder auch wie sie sich gerade fühlen. Also geht doch bitte einmal kurz auf das Smiley, das euren Gemütszustand am besten widerspiegelt. Ich kann auch sehr schön Meinung abfragen, also ich gebe eine Aussage vor und frage, wie weit man einer Aussage zustimmen kann. Genauso wie die Hand könnte ich in dem Fall auch den Stift wählen und beispielsweise hier einen Strich machen, je nachdem, wo ich mich gerade einordne. Zurück zur Hand. Ich schalte auf die nächste Folie. Das Stimmungsbarometer funktioniert ganz ähnlich. Hier das Beispiel, wie wir waren die ersten 2 Wochen im Distanzunterricht. Auch dort kann ich von der Klasse ganz gut ein Feedback abfragen. Praktisch finde ich die Gruppenarbeitszuordnung. Also hier kann sich jede und jeder bereits vorab entscheiden, mit wem sie in einer Gruppe zusammenarbeiten möchten. Das nutze ich ganz gerne vor der Erstellung von Breakout-Räumen und wenn die Zuordnung steht, schalte ich die Räume frei. Auch Gemeinsamkeiten finden oder Aussagen im Kreis überprüfen, also beispielsweise alle gehen mit einem Pointer auf eine dieser Figuren und dann kommt eine Frage, wie habt ihr euch in den Ferien gut erholt? Und wer sich gut erholt hat, geht auf das Ja. Aktivitäten mit dem Stift gibt es natürlich auch, habe ich euch gerade schon gezeigt. Und ganz nett finde ich, da gehe ich jetzt mal zum Schluss, eine freie Folie zu haben. Also bei uns in der Klassenlehrerstunde ist es immer schon gang und gäbe, dass wir am Ende nochmal gemeinsam ein Bild malen. Auch das geht wunderbar. Ich muss dazu einfach hier den Stift auswählen, suche mir die Farbe meiner Wahl und kann auch eine Stiftstärke wählen. Und dann kann ich hier wunderbar auf der freien Folie malen. Und das geht auch mit ganz vielen Personen gleichzeitig. Macht Spaß und ist auch etwas, was im Distanzunterricht gemeinsam gut zu machen ist. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick geben. Wie gesagt, die Folien gibt es unter freier Lizenz und sind ansonsten auch recht schnell selbst erstellt mit beispielsweise Inkscape oder LibreOffice.